Assalamu alaikum wa rahmatullah, liebe Geschwister, hakum Allah, ich bin Zubayr von der Rahma-Organisation. Liebe Geschwister, Allah möge euch reichlich belohnen für eure Unterstützung, indem ihr unsere Projekte unterstützt seit mehreren Jahren natürlich. Und mit Allahs Erlaubnis werden wir in Kürze auch dem Monat Ramadan begegnen. Allah möge uns ihn dem Monat begegnen lassen und aus ihm gestärkt herausgehen und als gläubige Muslime den Monat Ramadan verlassen. Allahumma amin. Liebe Geschwister, im Monat Ramadan tut sich der Mensch beschäftigen mit der Ibadah, mit der Anbetung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, indem er vermehrt den Koran liest, indem er nachdenkt über dem, was er gemacht hat in seinem Hayat, um es zu verändern, bi'idhnillah ta'ala, und auch indem er sich mehr der Anbetung widmet, indem er betet, indem er auch freiwillige Taten macht, um die Nähe von Allah subhanahu wa ta'ala zu suchen. Auch in dem Monat ist es so, dass die Menschen auch Menschen helfen, die bedürftig sind, um etwas ihre Lage mit Allah subhanahu wa ta'ala's Erlaubnis zu verbessern. Wir von der Rahma-Organisation haben dieses Jahr auch das, wie seit der Gründung von uns, die Iftar-Pakete anzubieten. Wir sind in Burma, in Gambia, in Somalia, sowie auch natürlich in Syrien mit Libanon im Begriffen bi'idhnillah ta'ala. Wir bieten Iftar-Pakete an. Iftar-Pakete haben bei uns zwei Kategorien: einmal den Monatspreis, jetzt in Somalia für 15 Euro und ein Tagespreis von 50 Cent. Damit ernähren Sie eine Familie in den bedürftigen Ländern. Eine Familie, wir haben den Preis einmal groß gemacht. Wenn jemand 15 Euro bezahlen möchte, ist das super. Wenn einer das beispielsweise jetzt nicht bezahlen kann, kann er einen Teil davon bezahlen, indem er diese 50 Cent überweist oder 1 Euro, dann ist das sehr gut, sodass wir das dann sammeln und sehr viele Menschen bi'idhnillah auch Iftar gewähren können mit Allah subhanahu wa ta'ala's Erlaubnis. Der Iftar ist etwas Gutes. Es ist dein Geld, was von hier von Deutschland eine Reise nimmt, natürlich in unserem Konto und dann hinaus in die Länder, wo die Menschen in Not sind, sei es in Syrien, in Burma, in Somalia oder in Gambia. Diese Menschen nehmen dann einen Iftar zu sich. Und das ist ein Segen, sodass deine Tat, bi'idhnillah ta'ala, dein Vermögen von hier aus wandert in ein anderes Kontinent und die Menschen speisen und sie bi'idhnillah ta'ala ihre eine Dua machen. Dua eines Unterdrückten wird erhört. Du speist einen Menschen, du erleichterst ihn von einer schweren Lage, sodass Allah subhanahu wa ta'ala, bi'idhnillah ta'ala, auch eines Tages bei dir bei einer Not hilft und dich in einer schweren Lage auch deinen Ausweg gibt, von da, wo du es nicht richtest. Das ist eine große Angelegenheit, eine sehr schöne Sache, dass wir gemeinsam die Möglichkeit haben, von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, dass wir Menschen speisen dürfen mit Allahs Erlaubnis, die wir niemals gesehen haben. Und Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, insha'Allah, wird dir das bi'idhnillah ta'ala gut geschrieben. Sodass du siehst und sagst, du hast so und so viele Menschen gespeist und hörst vielleicht auch ihren Namen, ohne sie jemals gesehen zu haben. Das ist etwas Wunderbares und etwas Schönes. Und ich bitte Allah aufrichtig darum, alle Menschen, die Menschen in Not helfen, zu segnen und sie recht zu leiten und sie zu stärken in ihrer Ibadah, sodass sie den Frieden bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala und die ewige Glückseligkeit. Liebe Geschwister, diese Projekte, die wir anbieten, ist eine Erleichterung für die Menschen in Not. Ich erinnere mich an letztes Jahr, Ramadan, Zakat al-Fitr, eine Frau. Sie war in Syrien. Sie hat nichts zum Essen gehabt für ihre Kinder. Sie hat zu Hause das Isha-Gebet gebetet. Und es war auf den letzten Drücker, ein Bruder kam zu uns und sagte, Zubair, ich habe 10.000 Euro und ich muss Zakat al-Fitr rausgeben, so und so viel, bitte schick das runter. Und es ist viel Geld, sehr viel Geld. Zakat al-Fitr muss in Nahrung ausgegeben werden. Da haben wir gesagt, inshallah, wir machen das. Und unsere Geschwister, die uns darin unterstützen, Bruder Jamal, Bruder Farouk, hafidahumullah, haben uns auch da geholfen vom syrischen humanitären Forum, Zamallahu khairan. Und wir haben dann die Sache zu den Menschen in Not gebracht. Es wurde mir berichtet, die Frau hat Isha gebetet und Allah darum gebetet, dass ihr geholfen werden soll. Und dann kamen unsere Leute gerade in dieser Gegend an, um die Zakat al-Fitr zu verteilen an die Menschen in Not. Und als sie das gesehen hat, hat sie geweint und gesagt, Alhamdulillah, und hat die Geschichte erzählt, dass sie gerade ein Dua gemacht hat und Allah subhanahu wa ta'ala ihr einen Ausweg gegeben hat, von da, wo sie es nie rechnet. Es kam aus Deutschland eine Spende, herübergegangen bis nach Syrien. Die Frau hat gebetet, Isha, hat ihre Hände gehoben, ein Dua gemacht. Und dann hat es bei ihr geklopft, sie hat aufgemacht und sah die Nahrung für sie vorgesehen von Deutschland, Rahma, dann mit unseren Geschwistern SHF nach Syrien übergeben an ihr, bi'idhnillah ta'ala, eine Kette, Al-Qadr,
vorgeschrieben von Allah, dass das Geld, was hier war, für sie dort bestimmt war, ohne dass die Person hier dort reisen muss, sondern über Wege, und Allah macht die Erleichterung. Deswegen, liebe Geschwister, schätze deine Spende nicht gering. Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala fest und vertraue auf ihn subhanahu wa ta'ala und lass deine Spende rausgehen, bi'inillah ta'ala, sodass die Menschen in Not auch geholfen werden. Ich bedanke mich bei euch, lieben Geschwister. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Macht bitte Dua und verzeiht mir. Barakallahu fikum. Euer Bruder Zubair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.